sagen. Der ist in Mission, über Hanf und seine Verwendung seit 42 Jahren aufzuklären. Er ist aber nicht hier in Deutschland tätig, sondern eher in Australien. Und da in unterschiedlichen Projekten, selbstverwalteten Projekten involviert. Aktivist, politischer Aktivist eigentlich aus Hamburg, aber dann eben ausgewandert. Und macht zum Beispiel auch die Hemp Olympics und das Mardi Gras Festival. Und derzeit ist er hauptsächlich damit beschäftigt, für die Freilassung von Menschen zu kämpfen, die medizinische Cannabisöle und CBD-Öle für epileptische Kinder aufbereiten und diese Kinder zu treaten. Also sehr, sehr, sehr engagiert. Aufklärung, auch im Sinne von Informationsverbreitung aktiv. Er hat ein Radioprogramm, ein eigenes, eine eigene Zeitung, die Nimbin Good Times. Und engagiert sich insgesamt für Health and Welfare Association, dessen Präsident er ist. Bitte lieben Möckler, Applaus für Cibo Mertinen, der aus Australien hierher gereist ist, um mit euch zu reden über Hanf und dessen Nutzen. Schönen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist ja wieder super geil. Berlin liegt das beste Wetter auf hier. Gott ist auf unserer Seite und ihr seid alle da. Erstmal wollte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen an die ganzen Leute, die Hunderten von Helfern, Freiwilligen, die hier dieses überhaupt in Gang bringen, ein Jahr planen und so weiter. Von daher ist es super, dass es mal wieder stattfindet hier in Berlin und ihr seid alle da und ich bin sogar auch mal wieder da in Deutschland. Ja, ich komme aus einem kleinen Ort, der heißt Nimbin. Das ist an der Ostküste, 800 Kilometer nördlich von Sydney. Und da war er schon und da rauchen wir ganz kräftig, da haben wir die Mardi Gras erfunden, da haben wir eine Hanfbotschaft gegründet, eine Hanfbotschaft. Falls ihr irgendwie politisch wach seid, wisst ihr ja vielleicht von Herrn Assange, der irgendwie in London im Ecuadorischen in der Botschaft da seit 5 Jahren sein Leben fristet, damit er nicht nach Amerika ausgeliefert wird, für die WikiLeaks, die er gemacht hat, erfunden hat. Von daher haben wir die Hanfbotschaft da gegründet in Nimbin und damit der Cannabispflanze ein Asyl geben wollen. Leider hat mit der Aufklärung nicht so viel, bei uns ist sehr reaktionär, das ist so tiefstes Niederbayern, die Ecke da eigentlich. Von daher ist es schon alles sehr langsam da im Denkprozess. Deswegen haben wir den Mardi Gras erfunden und machen da die Hanf-Olympiade, die Hemp-Olympics mit X hinten dran. Könnt ihr mal gucken. Dann machen wir Joint-Drehwettbewerbe, Bong-Weitwurf, eisernen Anbauer, um den Leuten zu zeigen, dass Cannabis doch noch was anderes ist als Heroin zum Beispiel. Das ist damals so in den 90ern entstanden und eine Menge Leute wussten gar nicht, was jetzt mit Cannabis und wie das so funktioniert. Ich habe meine Redezeit schon wieder natürlich gekürzt gekriegt, weil ich bin ja eigentlich, könnte ich auch 3,5 Stunden reden. Rollo kennt das, ja. Und dementsprechend mache ich einfach ein bisschen schneller. Bei uns ist das Problem im Moment, dass wir immer noch nicht so weit sind wie ihr jetzt schon, dass die Regierung sogar schon darüber redet, dass man doch das Cannabis als Medizin den Leuten auch zugänglich machen sollte. Und wie mein Vorredner hier eben ganz genau erklärt hat. Es geht ja darum, dass bei uns werden die Leute weggeknackt, die eben diese Medizin machen und zum Beispiel dann umsonst weggeben an eben irgendwelche Kinder, die Epilepsie haben. Epilepsie heißt das ja hier. Weil jedes Mal, wenn du einen epileptischen Anfall hast, dann brennen dir da oben die Gehirnzellen. Und jedes Mal wirst du irgendwie, verlierst du immer ein bisschen mehr. Und deswegen machen wir jetzt eben diese Tinkturen mit THC oder ohne CBD. Und die helfen den Kindern enorm. Es gibt Kinder, die haben bis zu 500 Anfälle am Tag. Da musst du dir mal vorstellen, als Elternteil immer nur irgendwie denken, gleich hat er wieder einen Anfall. Ein Wahnsinn. Jetzt haben die gemerkt, dass du eben mit dieser CBD-Ölen oder mit THC drin, kannst du das irgendwie alles stoppen. Und die haben gar keine Anfälle mehr. Seit 1,5 Jahren haben wir da Kinder ohne Anfälle. Aber unsere Regierung schafft das ja nicht, da irgendwie eine Politik zu entwickeln. Und die sagen immer, wir müssen noch mehr wissenschaftliche Beweise haben, damit wir dann irgendwann irgendwie vielleicht... Die reden und reden. Ein Wahnsinn, eine Geldverschwendung. Der ganze Planet brennt. Hier brennt Schweden, da brennt fucking Griechenland, Portugal, Kalifornien. Bei uns in Australien gehört das immer nur dazu. Bei mir ist schon wieder 100% Trockenphase. Das heißt, wir sind jetzt schon im Winter im Trocknen, wo es im Sommer dann nachher 40, 45 wird. Da brennt dann richtig die Hütte. Und die Spinner... Irgendeiner hatte so ein schönes Schild hier, da stand drauf, die müssen nur noch die Steuern nehmen. Wie blöde dürfen dann unsere Regierenden sein, dass sie da einfach rumdaddeln? Jetzt habe ich noch einmal zum Abschluss so einen kleinen Witz mitgebracht. Nämlich hier so ein Artikel aus der Sydney Morning Herald, einer der größten Zeitungen von Sydney, Australien natürlich. Und da steht drin, dass eben 1999 die United Nations, das ist die Vereinten Nationen oder sowas,
Die haben da beschlossen, 1999 wollten sie für die nächsten 9 Jahre eine halbe Milliarde Dollar ausgeben, um die Pflanze Cannabis, Mohn und Coca auszurotten auf dem Planeten Erde. Während gleichzeitig in Holland und in Kanada und überall gibt es irgendwelche Samenfirmen, die dir garantieren, dass es 100% female ist, den Samen, den du da kaufst, da spinnen die Typen irgendwie in Genf ab, sitzen da am See, hauen sich die Ohren mit irgendwas gutem Zeug weg, kriegen 50 bis 250.000 irgendwie im Jahr bezahlt und kommen dann mit solchen Gedanken an, dass sie irgendwie bei Satelliten wollten sie denn hier alles jetzt irgendwie und die Cannabis, die Coca und die Opiumpflanze, die Mohnpflanze ausrotten. Also was geht denn da ab? Da drehst du doch wirklich ab. Wir müssen hier einfach noch mehr zusammenkommen, noch mehr zusammenstehen. Wir brauchen noch mehr Leute, die alle irgendwie auch aktiv werden. Und aktiv heißt einfach auch irgendwie irgendwo in der Runde auch mal sagen, und ich schäme mich nicht zu sagen, ich kiffe auch gerne. Weil dieses ewige Geballer und Gesaufe, wir müssen einfach mal Wahrheit sagen. Es ist Zeit, hier brennt die Hütte. Der geilste Sommer jemals in Deutschland, den wollen wir jedes Jahr haben. Aber wir werden das Ding, glaube ich, nicht mehr stoppen irgendwie. Also ich würde sagen, schön, dass ihr alle da wart. Lasst uns alle da für unsere medizinischen Patienten und Freunde aussprechen in erster Linie. Und dass das mal hier langsam in Gang kommt, dann schaffen wir das in Australien auch in den nächsten 15 Jahren. Schön, dass ihr alle da wart. Alles Liebe. Hemp Olympics mit X, kann man mal googeln, auf YouTube überall mit dem X hinten dran. Da machen wir Joint Dreh, Bong, Weitwurf, Eisenanbauer. Haut euch rein, alles Liebe, alles Gute. Schönen Dank auch dir und einen schönen Abend für euch alle. Tschüss. Come on, fetter Applaus für Chibo, der aus Australien gekommen ist, um zu euch zu reden.